Willkommen zur Atempause. Heute ist Sonntag, der 17. Juni. Vor zwei Tagen, am Freitag, den 15. Juni 2018, haben wir als Familie unseren Vater Friedrich Karl in Wuppertal zu Grabe getragen. Er ist mit fast 85 Jahren gestorben und wir haben ihn am Freitag beerdigt. Es war eine getragene, eine von himmlischen Frieden geprägte Abschiedsfeier. Es war ganz erstaunlich, wie wir alle miteinander im Frieden Gottes blieben, obwohl das natürlich auch ein Abschied ist, ganz endgültig, den Vater, den Großvater, den Urgroßvater zu verabschieden für immer, bis wir ihn wiedersehen werden im Himmel. Und mir ist all dieser Trauerfeier und an diesem Tag des Abschieds noch einmal sehr bewusst geworden, dass es ein Geheimnis gibt, das tatsächlich alles verändert, sogar den Tod und sogar die Trauerfeier und Beerdigung eines Menschen. Und über dieses Geheimnis möchte ich gerne sprechen heute am 17. Juni. Sonntags ist ja immer ein Psalm vorgeschlagen. Heute ist das der Psalm 139. Und was diese Holzschnitterei hier ausdrückt, nämlich, dass ein Menschenkind geborgen ist in der Hand Gottes, das ist uns schon ein Hinweis auf das, was wir heute im Bibelwort finden werden. Ein Geheimnis, das alles verändert. Nach Psalm 139, 1 bis 24, in der Atempause der täglichen Online-Bibelleseandacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden von heute. In der Atempause von heute. Lesen wir mal rein. Psalm 139 ab Vers 1. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn sieh, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie schwer ist ihre Summe? Entschuldigung, wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir. Ach Gott, wolltest du doch den Frevler töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Denn voller Tücke reden sie von dir, und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse die mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden.
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Der Psalm 139 ist wirklich ein besonderer Psalm. Die wenigen Verse am Schluss, wo es darum geht, dass er ausdrückt, dass er die Feinde Gottes hassen will, da merkt man, dass man sich im Alten Testament befindet. Das wäre neutestamentlich so nicht zu sagen. Denn Jesus hat uns nicht dazu aufgefordert, seine Feinde zu hassen oder unsere Feinde zu hassen, sondern er hat uns aufgefordert, unsere Feinde zu lieben. Und auch die zu lieben, die Gott, die Jesus Christus ablehnen und hassen. Also diese Verse können wir nur als Ausdruck alttestamentlicher Sehnsucht nach Überwindung der Feinde deuten, aber nicht als Handlungsanweisung für uns heute. Aber da sind ja auch noch jede Menge andere Verse in diesem Psalm. Und hier wird wirklich ein Geheimnis beschrieben, was bei weitem nicht allen Menschen klar ist. Oder um es andersrum zu sagen, das den allermeisten Menschen verborgen ist. Lesen wir mal Vers 5 und 6. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Das ist das Geheimnis, über das ich heute sprechen will. Dass wir in der Gegenwart Gottes leben, obwohl wir ihn nicht sehen können. Die ganze Bibel ist von der ersten bis zur letzten Seite davon voll, dass Gott wirklich da ist und dass es eine unsichtbare Wirklichkeit gibt und dass diese unsichtbare Wirklichkeit die sichtbare Wirklichkeit umgibt und dass alle die Erfahrungen, die in der Bibel niedergeschrieben sind, Hinweiszeichen darauf sind, dass es sich genau darum dreht, dass genau das die Wahrheit ist, die Wirklichkeit ist, dass wir eben nicht mit dem, was wir hören und sehen können, auch nicht mit dem, was wir wissenschaftlich nachweisen können, die ganze Wirklichkeit abbilden. Das ist die Botschaft der Bibel durch und durch, wenn man ungefähr 1000 oder 1200 Jahre ansetzt, in der die 66 Bücher der Bibel entstanden sind, dann ist eins die Quintessenz aus all dem, was die Menschen niedergeschrieben haben. Sie bezeugen, dass Gott gegenwärtig ist, dass sie Gott erlebt haben. Sie bezeugen, dass es mehr gibt als das, was wir vor Augen sehen und was wir mit unseren Ohren hören können. Und sie bezeugen, dass die unsichtbare Wirklichkeit, die ewige Wirklichkeit, die entscheidende Wirklichkeit ist. Und von diesem Geheimnis spricht auch hier der Psalmist. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das heißt, wir leben tatsächlich in der Gegenwart Gottes. Auch wenn wir ganz allein sind, brauchen wir uns nie einsam zu fühlen, weil Gott tatsächlich da ist, weil die Engel Gottes um uns herum sind, die erhöhte Gemeinde, der Heilige Geist, der auferstandene, gekreuzigte Herr Jesus Christus. Wir sind umgeben von einer unsichtbaren Wirklichkeit, mit der wir jederzeit in Kontakt treten dürfen. Das nennt man Beten. Sich einlassen darauf, dass da jemand ist. Dass da jemand ist, der tatsächlich Interesse an mir hat. Dass da jemand ist, der zuhört. Dass da jemand ist, der
Einfluss nehmen will auf mein Leben zum Guten. Dass da jemand ist, der mir Wegweisung und Führung geben will durch das Leben in der sichtbaren Welt auf dem Weg in die unsichtbare Welt, in die ewige Welt. Wenn so jemand stirbt, wie zum Beispiel jetzt mein Vater gestorben ist, dann geht er ja nur aus der sichtbaren Wirklichkeit hinüber in die unsichtbare Wirklichkeit. Das Materielle des Menschen, sein Körper, bleibt hier. Der Kern der Person geht hinüber in die ewige, in die unsichtbare Wirklichkeit. Wir haben ein unendliches Bewusstsein. Wir hören nicht auf, ich zu sein, wenn wir sterben. Wir gehen nur in eine andere Existenzform über. Dass es ein Leben nach dem irdischen Tod gibt, das ist für die Bibel so banal, das ist quasi das Einmaleins des Glaubens. Wer das noch nicht wirklich verinnerlicht hat und noch nicht wirklich darauf vertraut, für den wird es höchste Zeit, sich mit diesen Fragen intensivst auseinanderzusetzen. Warum? Weil die Frage, in welchem Wirklichkeitsverständnis wir leben, die alles entscheidende Frage ist, die nämlich dann enorme Konsequenzen hat für unser ganzes Leben. Das konnte man auch im Leben meines Vaters gut erkennen. Er ist erst mit 14 Jahren zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das hat seinem ganzen Leben eine völlig neue Richtung, eine andere Richtung gegeben. Und er ist sein Leben lang jemand gewesen, der immer wieder nach Gottes Willen, nach Gottes Weg gefragt hat und sich immer und immer wieder auf die Wirklichkeit Gottes um sich herum eingelassen hat. Dass das so ist, das ist in Vers 6 schön beschrieben, ist für uns zu hoch. Wir können das nicht verstehen. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wir können das wirklich nicht begreifen. Warum können wir das letztendlich intellektuell nicht durchdringen? Weil wir selbst ein Teil der sichtbaren Welt sind. Und weil es so eine Art seidenen Vorhang gibt zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Wirklichkeit und wir nur ganz, ganz selten einmal einen minimalen Einblick bekommen in die unsichtbare Wirklichkeit. Solche Erfahrungen haben die Menschen der Bibel aufgeschrieben, weil sie sie so umgekrempelt haben, diese Erfahrungen, dass sie sie festhalten mussten. Ganz gleich, ob es Paulus vor Damaskus ist, wie er dem auferstandenen Jesus in einem hellen Licht begegnet, oder die Geschichte von Stephanus, wo er gesteinigt wird und er plötzlich noch lebend den Himmel offen sieht und bekennt, was er da sieht, nämlich Jesus Christus zu Rechten Gottes sitzend. Wenn wir an die Geschichte denken von der Verklärung in Matthäus 17, wo Jesus zusammen mit Mose und Elia verklärt wird und auf einmal eine himmlische Wirklichkeit sichtbar wird, wo zum Beispiel Mose und Elia ganz selbstverständlich drin vorkommen und da sind und die Jünger Hütten bauen wollen, weil es so ein fantastischer himmlischer Moment war, mitten im irdischen Leben und dann ist es wieder vorbei. Und so können wir eine Engelerscheinung nach der anderen im Neuen Testament, im Alten Testament aufzählen und das Reden Gottes zu Menschen und so weiter und so weiter. All das sind Momente, die uns geschenkt sind, wo wir als Menschen tatsächlich bezeugt bekommen, der Himmel ist um uns herum und Gott ist wirklich da. Und dann kommt der Alltag, dann kommt das normale Leben in der sichtbaren Wirklichkeit und uns ist das alles viel zu wunderbar und zu hoch. Wir können es einfach nicht begreifen. Es wird uns aber sehr verlässlich bezeugt. Und die hohe Kunst, das Geheimnis des Glaubens tatsächlich zu erleben, ist,
zu vertrauen, obwohl wir bei weitem nicht alles verstehen. Das ist das Geheimnis, das alles verändert. Wenn wir vertrauen, obwohl wir bei weitem nicht alles verstehen, wenn wir vertrauen, obwohl wir oft nur eine Ahnung davon haben, dass das wirklich ist, wenn wir vertrauen, weil die Heilige Schrift es uns bezeugt und weil wir in unserem eigenen Leben gewisse Anlässe hatten, die uns vergewissern, dass die Spur richtig ist, dass es tatsächlich darum geht, die Wirklichkeit des Himmels um uns herum als real anzunehmen und darauf zu vertrauen. Wenn wir das so in unserem Herzen vollführen, dann wird alles anders, weil wir in der Gegenwart Gottes leben, weil wir uns nach ihm richten, weil wir Gott gefallen wollen, weil wir Gott ernst nehmen, weil wir uns dann keine Sorgen machen müssen, weil wir uns dann Zukunft und Hoffnung zusprechen lassen dürfen, weil wir sogar angesichts des Todes nicht verzagen brauchen, weil Jesus Christus am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Und wer sich ihm anvertraut hat, leben wird, wie er lebt, in alle Ewigkeit. Das Geheimnis eines geborgenen Lebens ist zu vertrauen, ohne alles zu verstehen. Und diese Botschaft von ganzem Herzen ernst zu nehmen, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ich kann nicht mehr anders leben und ich will auch gar nicht mehr anders leben. Und ich freue mich sehr, dass der Geist Gottes Menschen überall auf der Welt ruft, sich auf diese ewige Wirklichkeit schon im Hier und Jetzt einzulassen. Das gilt übrigens auch dir. Und du darfst auch auf das vertrauen, was wir heute besprochen haben, das Geheimnis, das alles verändert. Und so öffnen wir uns dir, Vater im Himmel, der du um uns herum bist. So öffnen wir uns dir, Herr Jesus Christus, du auferstandener Gekreuzigter. So öffnen wir uns dir, Heiliger Geist, der du von Anfang an warst mit Vater und Sohn und in alle Ewigkeit sein wirst. Wir öffnen uns dir, Gott, und drücken dir unser Vertrauen aus und danken dir, dass du uns umgibst, dass unser Leben in dir geborgen sein darf. Ja, und dass unser Leben durch dich Sinn und Ziel und Ernsthaftigkeit und Orientierung bekommt. Hilf uns, Herr, dass wir immer mehr in deiner Gegenwart leben, dass wir dieses Geheimnis tatsächlich in ganzer Klarheit anwenden, auf unser Denken, auf unser Fühlen, auf unser Handeln. Hilf uns, Herr, dass wir so Menschen werden, die mit dem Psalmisten bekennen können, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und das durch dick und dünn, durch Not und Glück und sogar durch den Tod. So bitte ich dich, Herr, dass du heute ganz tiefes Vertrauen in mir und in jedem, der das hier sieht und hört, wächst. Und dass dieses tiefe Vertrauen immer stärker wird und unumstößlicher. Und dass wir deswegen als solche erkannt werden, die Gott vertrauen und anders leben, weil sie das wichtigste Geheimnis der Wirklichkeit offenbart bekommen haben. Ich bitte dich für alle, Herr, die das noch nicht glauben können, darauf noch nicht vertrauen können, dass du ihnen durch deinen Heiligen Geist die Augen des Herzens öffnest, dass sie sehen können, was vor dir als Wirklichkeit selbstverständlich ist. So bitten wir dich, Herr, vertiefe du unser Vertrauen und lass daraus ganz viele wunderbare, hilfreiche, gute Konsequenzen erwachsen, die unser irdisches Leben prägen als Hinweis auf den Himmel.
In Jesu Namen beten wir das. Amen. Das war die Atempause vom 17. Juni 2018, ein Geheimnis, das alles verändert, nach Psalm 139, 1 bis 24. Diese Verse wollen unser Vertrauen wecken und stärken. Übrigens, heute beginnt ja auch die Fußball-Weltmeisterschaft. Wer ganz genau aufgepasst hat, hat gesehen, dass ich so ein kleines Armband mir besorgt habe, ein Fan-Armband mit der deutschen Flagge und Deutschland drauf. Ich bin gespannt, wie Deutschland heute gegen Mexiko spielen wird und freue mich, dass auch so eine schöne Nebensache wie Fußball uns bewegen kann. Wenn wir wissen, was die Nebensache ist und wissen, was die Hauptsache ist, dann werden wir auch als Nachfolger Jesu die Fußball-Weltmeisterschaft guten Gewissens überstehen. In diesem Sinne, Gott segne dich, Gott behüte dich und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen zur nächsten Atempause, wo wir Fortsetzungen machen mit Amos und bis Mittwoch dann den Propheten Amos auch abschließen werden. Also, bis morgen.